Die Zitationsanalyse ist eine wirksame Technik, um Literaturverwendung in Ihrem Text zu verbessern. Am besten funktioniert sie so etwa in der Mitte des Schreibprozesses, wenn Sie schon ein paar Seiten geschrieben haben, aber noch genug Zeit für Änderungen und Ergänzungen haben. Die Methode besteht aus 4 Schritten. Lesen Sie zuerst Ihre Rohfassung durch und markieren Sie alle Stellen, an denen Sie in irgendeiner Form Gedanken aus fremden Texten entnommen haben. Dazu gehören natürlich wörtliche Zitate, aber auch Zusammenfassungen von anderen Texten in Ihren eigenen Worten. Kennzeichnen Sie anschließend mit verschiedenen Farben, um welche Form der Zitation es sich jeweils handelt. Zum Beispiel blau für wörtliche Zitate, gelb für Zusammenfassungen, grün für Paraphrasen und pink für Ideen, bei denen Sie sich nicht sicher sind, von wem sie überhaupt stammen. Für eine noch tiefere Analyse können Sie einzelne Zitate in einer Tabelle festhalten. Notieren Sie dafür jeweils das zitierte Werk, die entsprechende Seite und die Zitatform. Das verschafft Ihnen einen Überblick über die Makrostruktur Ihrer Arbeit, weil Sie zum Beispiel direkt sehen, auf welches Werk Sie sich am meisten stützen und an welchen Stellen Sie viel oder wenig Literaturbezüge herstellen. Anschließend können Sie das Verhältnis zwischen den Zitaten und Ihren eigenen Gedanken analysieren. Wenn zum Beispiel Ihr ganzer Text jetzt farbig ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass Sie bisher nur Informationen zusammengetragen haben. Oft hilft es dann, explizite Bezüge zu Ihrer Fragestellung herzustellen, zitierte Informationen einzuordnen und leserlenkende Elemente zu ergänzen. Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine typische Hausarbeit mit der Zitationsanalyse verbessert werden kann. Die Einleitung überspringe ich mal, weil sie in puncto Zitation ziemlich stark vom Hauptteil abweicht. Im ersten richtigen Kapitel kann ich dann aber schon einiges markieren. Der erste Satz ist noch kein Zitat, aber dann geht es schon mit einer Zusammenfassung los. Anschließend folgt ein längeres wörtliches Zitat, gefolgt von längeren Paraphrasen und kürzeren direkten Zitaten. Beim letzten Satz bin ich nicht sicher, denn es gibt zwar keine Quellenangabe, aber es ist auch nicht klar, ob sich der Autor diese Idee selbst ausgedacht hat. Ich markiere diese Stelle deshalb pink. Der nächste Absatz beginnt wieder mit einem einleitenden Satz und einer kurzen Wiederholung vom Autor. Anschließend folgt wieder eine Passage ohne Quellenangabe, die aber scheinbar auch kein eigenes Gedankengut darstellt, denn dieser Begriff hier klingt so, als ob er auch aus einem anderen Werk entnommen wäre. Also markiere ich auch diese Stelle pink. Danach folgt wieder ein wörtliches Zitat, das in eine Zusammenfassung übergeht. Abschließend folgt eine Paraphrase. Wenn wir jetzt rauszoomen, bekommen wir schon einen guten Eindruck davon, wie dieses Kapitel überarbeitet werden könnte. Die zwei dringendsten Stellen sind die pinken Markierungen, denn es sollte in einem wissenschaftlichen Text nie unklar sein, woher Informationen stammen. Im schlimmsten Fall könnten diese Stellen als Plagiat aufgefasst werden. Selbst wenn wir dieses Problem beheben würden, fehlt in diesem Kapitel aber immer noch die eigene Stimme des Autors. Die Leserlenkung zu Beginn der beiden Abschnitte ist gut, aber ansonsten besteht der Text ausschließlich aus fremden Gedanken. Das ist für erste Hausarbeiten ganz typisch. Viele von uns haben einen so großen Respekt vor unseren Quellen und den Autoritäten unserer Fächer, dass wir nur sie sprechen lassen. Dabei leben wissenschaftliche Texte davon, dass man Quellen in eine originelle Argumentation einbettet, beurteilt und interpretiert. Ihre Aufgabe beim Schreiben ist es, einen neuen Bezugsrahmen für Ihre Quellen zu schaffen, der diese in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. In diesem Text hier gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Hier oben werden zum Beispiel verschiedene Werke zum selben Thema zitiert, deshalb könnte man Unterschiede zwischen ihnen herausstreichen. Wahrscheinlich würde schon eine Erklärung reichen, warum überhaupt mehrere Werke für eine Definition herangezogen werden müssen. Vielleicht ergänzen sie sich auf eine interessante Weise oder setzen unterschiedliche Schwerpunkte, auf die man hinweisen könnte. Abgesehen von dieser Strategie wäre es auch sehr hilfreich, am Ende des Kapitels zu erklären, inwiefern die Definitionen zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. Generell sollten Sie ein Zitat nie unkommentiert lassen, besonders am Ende eines Abschnitts. Ansonsten müssen Ihre LeserInnen selbst darüber rätseln, was das Zitat für die Arbeit bedeutet, und das ist eigentlich nie selbsterklärend. Mit diesem Teil der Zitationsanalyse können also direkt einige Überarbeitungsmöglichkeiten auf der Absatzebene aufgedeckt werden. Wenn wir jetzt noch die Tabelle dazu nehmen, ergeben sich außerdem Konsequenzen für die Makrostruktur. Hier habe ich mal alle Zitate aus der Hausarbeit rausgeschrieben. Links steht immer das Werk, dann die zitierte Seite und ganz rechts die Zitatform. Ein Zitat, das direkt auffällt, ist dieser Aufsatz hier, der nur einmal in seiner Gänze zitiert wird.
Hier sollte nochmal geprüft werden, ob es nicht sinnvoller wäre, mehrere konkrete Stellen zu zitieren. So könnten LeserInnen viel besser nachvollziehen, welche Informationen genau aus dem Werk entnommen wurden. Schauen wir uns als nächstes das Werk an, das am meisten zitiert wird. Dieses Vorlesungsskript hier wird über den Verlauf der Arbeit insgesamt 5-mal zusammengefasst und paraphrasiert. Außerdem fällt auf, dass zu Beginn der Hausarbeit die Seiten 5 bis 8 zitiert werden, dann Seiten 8 bis 9, dann 9, 10 und schließlich 7 bis 11. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich der Aufbau der Hausarbeit sehr stark an diesem Vorlesungsskript orientiert hat. Das kann unter Umständen in Ordnung sein, aber nur, wenn Sie mit Ihren Dozierenden auch wirklich abgesprochen haben, dass die Hausarbeit eine Zusammenfassung der Vorlesung sein sollte. Aber gerade in höheren Semestern ist es in der Regel echt problematisch, die Struktur eines anderen Werkes einfach nur zu kopieren. Stattdessen sollten Sie versuchen, durch eine eigene Fragestellung oder These eine unabhängige Argumentation zu entwickeln. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen dabei geholfen, Ihren eigenen Umgang mit Literatur zu reflektieren. Es gibt neben dem präsentierten Beispiel natürlich noch viele andere Verbesserungsmöglichkeiten, die durch eine Zitationsanalyse angeregt werden können. Probieren Sie es einfach mal aus und besprechen Sie das Ergebnis am besten mit einer anderen Person. Dafür können Sie natürlich auch gerne eine Schreibberatung bei uns ausmachen.